Mutter arbeitet gerade. Ich zieh mir meine WLAN. Oh, wir sind gleich. Auf dem PC habe ich freies gute WLAN, aber auf meinem Handy bin ich die Einzige, die überhaupt kein WLAN hat manchmal. Ich nehme manchmal auch einfach das WLAN von meiner Oma. Da wir heute so wenig sind, könnte man eigentlich schon mal direkt mit der Clubliste anfangen. Kannst du ja tun. Ja, dann. Ich komme auch gleich noch, ich muss mich nur noch umloggen. Ja, alles kein Problem. So. Mein Ding. Jetzt haben wir schon das kleine Problem, wie erfasse ich die Students? Mal gucken, das mache ich schon irgendwie. Okay. Ja, wir haben keinen Freitag mehr für die Students. Ja, du musst die ja nicht aufschreiben, es zählt, das ist ja auch freiwillig. Ja, aber findest du nicht, dass man so freiwillige Basis auch mit aufschreiben sollte? Ja, kannst du machen, aber es ist eigentlich momentan eh noch nicht so wichtig. So. Leonie ist da. Emmy ist da. Stina ist da. Konzi ist da und Jamila ist da. Eigentlich habe ich drei Spitznamen in FSO. Marze und Ehn. Stina, Konstanza, Christina ist da. Ja. Wo ist denn Christina in der Liste? Sie wäre eigentlich ziemlich weit oben, aber sie musste ja zwischendurch mal meinen, einen eigenen Club zu gründen. So, Christina ist auch drin. Ja, sorry. So, Stella haben wir da auch. Gloria. Auch Pferd. Bene. Kommen noch ein paar an gerade. Da ist Bene. So. Dann haben wir hier Espen und Pia. Welche Espen war das? Wir haben ja zwei, glaube ich, ne? Nightbomb, perfekt. Die habe ich auch ausgewählt. Pia haben wir denn noch? Pia ist noch recht neu dabei, also noch recht weit unten. So. Ich glaube, ich habe Sarah Dragontime. Die Person, die sich immer auch ins Discord reinschleicht und erst dann redet, wenn man sie anspricht. Sie ist noch nicht da. Das ist ein Wunder. So, hi Sakura erstmal, hi an Paulina, hi an Teddy. Hey, komm mir gleich. Gut, Paulina, dann hake ich dich schon ab. Nicht warte, bis du da bist. Ich starte noch den Chatbot. Und Espen ist auch da, hi. So, wir haben noch 6 Minuten und ey, sowas von überpünktlich sind wir heute. Gleich kommst du, mein PC möchte ein Update machen. Einen Emoji nicht. So. So, Bot ist da. Oh. Laura habe ich auch schon gehört, ne? Sie kommt jetzt auch, denke ich mal, gleich. Ja, ich logge mich gerade ein. Ja, dann hake ich dich schon mal ab. So, Haken ist gesetzt. Hallo Ali. Und Olli, wie willst du mich denn jetzt nennen? Saku oder Sakura? Ich weiß es noch nicht. Ich könnte auch einfach mal, wenn ich mich nicht entscheiden kann, einfach bis Sack alles weglassen und dich einfach nur noch Sack nennen. Alles kommt gut. Ganz kurz AFK. Okay, bis gleich. Charlie Percy kam noch dazu. Wird direkt abgehakt. Charlie. Charlie. Percy.
Percy, da haben wir sie. So. Und hallo Teddy. Boah, der übertreibt seine Lage. Sack ihn denn. Ich habe heute 3 Anrufe bekommen. Hallo Sarah. Von SSO. Sarah ist da. Mhm. Ja. Hallo Sarah. So, nee, und hi Sandy. Ich dritten Mal fast. So, Sandy ist auch abgehakt. Wenn ich sie finde. Hä, wo ist denn Sandy? Sie muss ziemlich weit oben sein, oder? Ja. Da ist sie. Ich hab sie. So. Okay, dann bis gleich und bis. Dann hören wir uns gleich da. So. Birgit ist noch da. Ist zugekommen. Bin kurz AFK. Okay. So, Birgit ist auch abgehakt. Paulina ist da. Jetzt habe ich sie auch offiziell ab. Und ich dachte schon, heute kommt so gut wie niemand. Ich weiß vorhin. Ja. Ist ungewohnt, eine Viertelstunde vorher und jetzt sind nur 3 Leute da. Ne? Und jetzt sind wir schon ein paar mehr. Wollte ich auch noch die Ohren? Wie spät ist es? Du hast noch 3 Minuten Zeit. 3. Vielleicht finde ich ja noch was Weihnachtliches. Naja, offiziell nur Weihnachtsmütze. Ja, ich meine ja so ein Geweih oder so. Ja. Das kann man. Rudolfs Nase. Gestern hatte ich so einen richtigen Bug auf mein Handy. Ich wollte mein Handy leiser stellen, aber es ging die ganze Zeit lauter. Also, es hat sich immer bei laut gestellt. Von alleine. Oh, und hier kommt die Frage. Wieso ist eigentlich das FSP eines eurer Clubpferde? Das ist das hauptsächliche Clubpferd. Nö, die sind nicht gerankt. Naja, aber das ist das, was halt am meisten genutzt wird, das wollte ich damit sagen. Finde ich. Mein Pulli will mich ersticken, glaube ich. Was ist der Grund? Gibt es dafür einen Grund? Es ist weiß, es sieht sehr gut aus und das war's, oder? Die Gangarten sind auch schön. Wieder da. Oh. Über was redet ihr? Über die ein FSP. Warum wir ein weißes FSP, also generell ein FSP haben? Keine weißen Schuhe anhaben. Weil wir toll sind. Ali hasst FSPs. Warum das? Dass ich vor ein paar Wochen bei Dienstag keine weißen Schuhe anhaben, sondern andere Schuhe. So. Ich glaube, ich habe Wendler heute noch dazu. Wendler, schaust du gerade zufällig? Wenn ja, schreib mal. Wir müssen gleich alle willkommen schreiben. Die ist in den... Oh Gott, wie heißt denn der Club nochmal? Snowflake? Irgendwie in so einem Club ist sie. Ist sie schon im Club? Weil das sieht man ja mal nicht so wirklich. Corinne, Yellows. Ja, ja, die ist schon. Ach so, dann müssen wir willkommen schreiben. Oh. Nein! Ich hab die falsche Taste gedrückt und bin losgelaufen. Ja, ich auch.
So, kam noch irgendjemand dazu? Nö, sieht gut aus. Oh, es geht schon los. Huch. Oh. Was? Wie? Lol. Ja. 18 Uhr. Ja. Natürlich, wir starten jetzt direkt. Ich hoffe, du hast die Liste und so. Die Liste ist vollständig. Sam muss sich noch abhaken. Sie kommt nämlich gerade noch eingeflogen. Moment. Ja, dann hoffe ich mal. Wie viele sind haben wir denn? Wir haben gerade 15 Leute im Discord. Ja, das passt. Ich hoffe mal, alle hören uns auch im Livestream oder so sonst. Weil... Wir werden uns jetzt erstmal auf den Weg ins Winterdorf begeben und dann treffen wir uns am Ende der Rutsche. Und okay. Also ihr könnt alle mit dem Schlitten in Molland fahren und ja. Okay, dann geht's los. Wow. Sehr viele laufen zum Transport, dass ich so das täuscht. Nein! Oh je, das... Ich bin mal gespannt, wie es wird. Unten hast du gesagt, ne? Warten wir. Dann rutsche ich mal runter. Oh, Bremse! Ah, ich stehe. Wieso rutscht ihr so weit und ich stehe hier? Keine Ahnung. Und mal weiter. Ja, heute ist Winterdorf Dressur. Wurde noch nicht mal im Titel reingeschrieben. Ne? Ja. Ach, Olli. So, dann würde ich sagen, machen wir mal erstmal eine tolle Reihe. Und dafür, warte mal, ich muss mal hier eben, also es ist ein bisschen chaotisch gerade. Ich hätte gerne, warte mal, wer hat denn von meinen tollen Reitlehrern und Clubleitern die beste Laune und so? Sarah. Olli hat aber auch. Das stimmt schon. Was? Warte mal, wo seid ihr denn? Ich muss jetzt erstmal hier mich ein bisschen orientieren. Wo ist denn da? Emmy hat aber auch gute Laune. Mensch, wer von euch möchte denn gerne vorne reiten? Oh, Amina kam noch dazu. Sarah. Okay, Sarah, dann geh du mal an Anfang. Also stell dich mal, warte, stell dich mal hier so hin. Am besten. Genau, dann Emmy dahinter. Dann Olli dahinter. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann hätte ich gern dahinter... Laras Ponyleben, hi, wie geht's dir? Du kommst gleich? Dann, okay. Wissen wir Bescheid. Auf jeden Fall Bilder von dem heutigen CT. Ist noch ein Platz im Club frei bei den Streams auf jeden Fall, wenn du mindestens Level 10 bist und Starwider. Genau. Dann Laura mal dahinter und dahinter Glo und dahinter Sandy. Emmy hat immer gute Laune, besonders wenn ich dabei bin. Warte, wer hat das gesagt? Teddy. Ich weiß auch nicht. Dann wollte er schreiben, wenn ich dabei bin. Und Teddy, das stimmt nicht. Mir fehlt Fabi. Ich glaube, wir müssen gleich eine kleine Kurve einlegen. Ne? Ich glaube, das passt von der Länge her nicht. Ja, ihr macht das schon. Ja. Am besten den Weg entlang nachher. Ich sehe einmal hinter Sandy. Dann... Jamila einmal dahinter. Dann dahinter Aspen. Obwohl, warte mal, nee, Quatsch. Charlie Pölzi hinter Jamila und dahinter Aspen. No. So. Der süße Pinguin.
Wo ist denn? Ich sitze da. Dann da hinter Aspen Bene. Den Chat lese ich übrigens gleich wieder, ja, wenn Stella fertig ist mit der Einteilung. So, dann bitte hört mal auf, euch zu bewegen, das ist sehr irritierend. Weil ich alle 10 mal anklicke dadurch. Dann Sam hinter Bene. Dann Christina, obwohl, warte, ich muss kurz nach deiner Laune gucken. Ja, es geht. Dann Christina hinter Sam. Ja. Birgit hinter Christina. Und Konzi hinter Birgit. Und dann kann Paulina kann dann hinter Konzi. Und dann kann Pia hinter Paulina und Amina kann dann hinter Pia, also hinten dran, und Hadley kann dann hinter Amina. Genau. Ich weiß nicht, ob Pia uns hört. Ja, okay, im Zweifel geht das so. Oha, 5% auf Handy. So, ich hoffe mal, wir haben jetzt alle. Ja, dann würde ich sagen, legen wir erstmal los, ne? Trabmarsch. Und rechts rum jetzt? Links rum. Ich hab dich doch extra so hingestellt, dass du einfach nur gerade ausgehen musst. Wir gehen erstmal hier rüber. Und ich reite mal so ein bisschen vor. Also du läufst natürlich im Trab einfach weiter, aber ja. Genau. Denkt an eure Abstände. Die Abstände können heute einfach Kopfschweifabstand sein. Und überholt euch bitte nicht. Ich habe deine Kamera noch nicht eingemacht. Keiner. Also Stellas Kamera sieht man leider noch nicht. Ich schaffe es auch nicht rauszutappen und das in OBS einzustellen. Ja, Mann. Kommt dann gleich noch, wenn wir irgendwann mal stehen bleiben. Hat dir irgendjemand vor, stehen zu bleiben? Ja, okay, dann ist heute ohne Stellas Cam. Ja, doch, machen wir noch. Aber da laufen zwei ineinander. Was ist denn da los? Ja, ich... Olli, wieso läufst du in Emmy drin? Bin ich gar nicht. Hä? Doch, du bist komplett mega nah bei mir. Bei mir nicht? Guck im Stream. Das ist perfekt bei mir. Du bist genau an meinem Schweif bei mir. Na, ich nicht. Kannst du mal bitte 2 Sekunden Schritt gehen? Und weiter? Nee, nicht galoppieren. Was machst du denn? Ja, ich will wieder hinter Sarah. Nein. Hä? Ich war gar nicht hinter Sarah. Shit. Oh, du. Wann bin ich denn da vorbeigekommen? Nein, oh, nee, sorry, da war ich total lost. Ich dachte gerade hinter Sarah. Nee, sorry, dann war es mein Verschulden. Oh mein Gott. Hat niemand gesehen gerade. Okay. Ja, Sarah, du... Nee, lauf einfach mal gerade. Lauf einfach mal gerade und wenn du hinten am Ende bist, dann läufst, biegst du rechts ab. Ich fällt auf, dass ich voressen muss, weil ich bin ein bisschen schnell. Ja, dann musst du halt mal langsamer reiten. Du musst ja nicht so engen Abstand haben heute, das ist nicht schlimm. Aber halt auch nicht zu großen, aber du kannst halt einfach ein bisschen, ja, weiter dahinter gehen. Achtung, wollte nach links... Marsch. Sehr schön. Na, dann kannst du nach rechts weiter, Sarah. So, dass du halt auf der Eisfläche bleibst. Perfekt. Sag du deine Nachricht ist sowas von lang. Die kann ich jetzt gar nicht lesen, weil ich muss mich konzentrieren. Ich hab grad schon verkackt. Schräg. Dann, du versuch einfach mal hier so irgendwie lang zu laufen, dass du halt auf der Eisfläche bleibst und ja. Einfach, dass es gut aussieht. Ja, oder so. Oh mein Gott. Es sind echt viele. Okay, dann
machen wir gleich mal eine Pyramidenaufstellung. Ich hoffe, ihr wisst alle, wie die geht. Also ihr müsst halt einfach, wenn ich Marsch sage, bleibt Sarah halt stehen und ihr müsst euch dann immer links, rechts davon sortieren, dass ihr halt mit den Vorderbeinen von eurem Pferd neben den Hinterbeinen von dem Pferd vor euch seid. Und eben immer einer links, einer rechts. Und wichtig ist halt, dass ihr nicht in dem Pferd vor euch drin steht, sondern daneben. Ja, das war jetzt eigentlich nicht geplant. Dann kannst du mal kurz einen Bogen machen, Sarah, dass du hier lang reitest. Hier lang. Jetzt abbiegen, rechts. Genau, und dass du dann hier wieder nach oben reitest, so schräg. Dass du dann nochmal hier die Linie reitest und die dann bitte gerade weiter reitest. Einfach gerade nach geradeaus weiter. Genau. Also sozusagen da, wo du gerade schon warst, nur dass du dann nicht abbiegst, sondern einfach geradeaus weiterreitest, bis ich halt Pyramide Marsch sage. Seit gestern habe ich jetzt auch einen Pinguin. Ui. Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr mitbekommen, ich kann gleich vorlesen. Richtig, ich stehe gleich. Huch. Ja. So, dass du dann ungefähr hier landest. Ah, das passt nicht ganz. Wir müssen es da vorne machen, okay. Achtung, Pyramide. Marsch. Ah, ich stehe sogar gut. Sieht schon mal gut aus vorne. Ich will auch gleich ein Bild von machen, ne? Also bitte stellt euch schön hin. Ey, diese Juni, sorry, aber ich muss dich auf Weg nur machen. Also Ali mag das FSP nicht, weil die Gangarten scheiße sind, die Texturen scheiße sind, die Farben sind zum Teil unrealistisch. Vielleicht meint sie das neue. Espen, du musst zurück. Espen, du musst echt extrem zurück. Genau. Ja, es ging um das, was wir jetzt gerade aktuell haben. Das sieht gut aus. Ich finde das neue schlimmer. Hier seid ihr irgendwie viel zu eng. Hinterbeine, Vorderbeine neben Hinterbein. Also ich weiß, hier sieht es gut aus. Bene, du musst einen kleinen Schritt zurück. Christina, du musst gewaltig zurück. Paulina muss definitiv sehr weit zurück. Nee, nicht so weit. Christina, Vorderbeine neben Hinterbein. Genau. Ja. Du kannst noch einen Schritt vor sogar einen kleinen. Ja, so? Perfekt. So. Ja. Und Paulina muss zurück, genau. Ja, sehr gut. Und Hadley muss auch ein bisschen zurück. Stellas Cam ist da. Also irgendwie sieht das bei mir so aus, als ob Charlie Person bei mir drinne steht hinten. Was? Oh ja, Charlie muss mal ein bisschen daneben, genau. Hat sie sich gerade umgestellt. Ja, perfekt. Olli, weißt du schon, ob du Silvester streamst? Nein, Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering, weil ich bin bei Stella und der nächste Stream ist dann erst am 1.1. Birgit, kannst du dich vielleicht mal kurz nicht dazwischen quetschen. Stell dich mal einfach hinten ran und Pia muss weiter zurück. Nicht an die Seite, sondern an die andere. Komm mal mit. Nicht an die, komm mal mit, genau. Stell dich mal hier kurz neben neben Hadley, also Adieu, genau, wie auch immer, so hier so hin. Und dann kannst du dich nachher wieder einreihen. Also hinter deine Vorderbeine neben den Hinterbeinen von Adias Pferd. Also du musst dich wirklich nebenstellen, dass du richtig reinpasst in die Reihe, wie die anderen auch stehen. Genau. Ja, nicht da drin. Also nicht in die drin. Du musst schon neben ihr stehen. Wirklich neben ihr, rechts neben ihr, genau. Und die Vorderbeine neben den Hinterbeinen von ihrem Pferd. Also du musst weiter vor. Genau, perfekt. So, und... Ja, das geht. Das geht, okay. Kann ich mal ein Bild machen? Kompliziert hier alles. Irgendwie steht ich hier ein bisschen merkwürdig. Aber egal. Hinten rechts, ne? Wir stehen auch nicht gerade, ne? Teilweise, das ist so, als ob die Pferde so schräg die Linie stehen. Ja, ich weiß. Das sieht echt nicht so geil aus. Das ist auch eine schwierige Figur. Also, und das mit vielen Leuten gut hinzubekommen, ist auch echt nicht so leicht. Aber selbst ich stehe, glaube ich, mir nicht mal falsch. Ich müsste eigentlich so stehen. Okay, dann will ich gleich mal eine Story machen und dafür möchte ich, dass ihr gleich mal steigt. Also bereitet euch vor, dass ihr gleich steigen müsst. Und zwar synchron steigen. Nicht einfach irgendwie. Oh Gott. Synchron können wir. Bitte nicht absteigen. Genau, bitte nicht absteigen. Oh oh. Okay. Achtung, steigen. Marsch. Ja, das war sogar einigermaßen gut. Okay, nice. Dann könnt ihr wieder Trabmarsch weiterreiten. Ihr müsst euch dann wieder einreihen. Also Trabmarsch, Sarah, reit mal los. Und ihr reitet euch dann genau wieder an wie vorher. Und Sarah, du machst dann hier die Biege vom Schlitten. Also, dass du dann hier da so lang reitest.
Und dann geradeaus wieder. Genau, erstmal, dass ihr euch wieder sortiert. Dass es dann nicht Kuddelmuddel gibt. Was heißt nochmal Stallmädchen im Club? Stallmädchen heißt, dass du kein Discord hast, wenn du das den Rang haben solltest. Genau. Das heißt, wenn du einen Rang steigen möchtest, musst du dir nur Discord holen. Rechts. Obwohl Paulina Pearlcloud, hat sie Discord? Weiß ich gerade gar nicht. Rechts. Hilfe. Ich hatte schon so Angst, so Sarah läuft immer so weiter. So. AFK gegangen, oder was zu sagen? Mhm. Und ja, nee, Paulina hat kein Discord. So. Hol dir Discord, Paulina. Du steigst um einen Rang. Ja, genau. Das ist sehr teuer. Was? Okay, dann machen wir gleich mal Schleife. Und zwar machen wir dafür eine Volte links und eine Volte rechts. Und ich sage auch beide an, also mit zwei Marsch. Beim ersten Marsch eine Volte links, beim zweiten Marsch eine Volte rechts. Ich warte kurz, bis alle hier auf der tollen langen Seite sind. War diese Paulina nicht eigentlich hinter mir? Weiß ich nicht, da musst du das sagen. Also ihr sagen. Weil sie hört sie übrigens. Weil sie gerade die ganze Zeit vorwiegelt und so. Dann ignoriere sie einfach. Achtung! Also sie muss halt da bleiben, wo sie vorher war, sonst wird das nichts. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, die war nicht hinter mir mit dem Trampolin. Achtung, Schleife. Beim ersten Marsch wollte links, beim zweiten wollte rechts. Marsch. Marsch. Oh, das sah vorne so gut aus, ne? Innen sah es auch einigermaßen gut aus, nur manche haben die Wolte in die falsche Richtung gemacht. Aber hey. So, was ist denn hier los? Also Hadley überholt Birgit die ganze Zeit. Birgit, du musst mal ein bisschen schneller reiten, wenn du... Und Konstanze auch. Was macht Hadley denn da? Oh! Paulina, dann sag Bescheid, cool, wenn du es hast. Paulina holt sich Discord. Okay. Du musst auch nicht drehen, es reicht, wenn du uns hörst. Bei uns wird niemand gezwungen, mit uns zu reden. Okay, also die meisten achten gar nicht. Also Hadley bitte einfach mal ignorieren kurz, sie läuft hier einfach kreuz und quer. Macht ja Spaß. Das ist der Grund, warum ich die Students normalerweise nicht freitags mitmachen lasse. Hier nochmal der Beweis an der Stelle. So. Entschuldigung. Dann. Lara fragt auch gerade wegen Discord. Einfach Ausrufezeichen Dis eingeben. Dann kommt ihr erstmal aufs offizielle Klarsicht vor in Discord und von dort aus könnt ihr dann in den Wilding Wilders eingeladen werden. Lara, biegt mal nach rechts ab. Einfach jetzt nach rechts, rechter Winkel. Ja, ja, genau. Danke. Und dann, wenn ihr am Schnee angekommen seid, macht ihr bitte mal einen tollen Wasserfall. Also mit Austeilen, ne? Einer links, einer rechts. Mhm. Sobald ihr hier seid, dann reitet ihr sozusagen so zurück. Oh Gott. Abby, bist du bereit? Natürlich, immer. Ich muss nur gucken, dass ich mit dir auf einer Höhe bin. Was ich jetzt schon wieder nicht bin. Und dann gleich macht ihr einfach beide nochmal eine halbe Volte nach außen, wenn ihr ungefähr auf Höhe des Schlittens angekommen seid, also ungefähr hier. Macht ihr beide nochmal eine halbe Volte nach außen, sodass wir dann die Reihe nochmal zurückgehen, sozusagen. Mhm. Und mit aufholen natürlich, ne? Natürlich. Alles, genau. Schön. Ich hab die Kurve nicht bekommen. Also ein kleines Eisproblem, also Schneeproblem gleich. Und dann, wenn ihr halt beim Schnee seid, dann und hier wieder nach innen geht, also ihr geht beide wieder nach innen dann sozusagen und dann reiht ihr euch wieder ein nach da. Ich wollte nur mal einmal gucken, ob das funktioniert mit dem Aufteilen grundsätzlich. Sarah, was machst du? Sarah! Ich weiß auch nicht, was Sarah macht. Sarah. Dann reite ich trotzdem wieder ein. Olli, hallo! Ja, sorry. Soll ich jetzt hier einfach langlaufen? Ja, einreihen! Was ist denn an einreihen so schwer? Ja, nee. Einer ist falsch, man muss es nicht auch falsch machen. Ja, nee, ich hab grad.
Ich stehe wieder an der richtigen Position. Oh mein Gott. Ihr verwirrt die anderen nur noch mehr. Wenn ihr doch wisst, was ich will, dann macht es doch einfach. So, und dann kannst du gleich mal, bieg mal nach links ab einfach, genau. Ja, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ich merk's. Lass dich nicht verwirren. Das war jetzt ziemlich schnell, wenn jemand das anderes macht und ich dann nicht mehr was, hä? Okay. So, und dann, Sarah, kannst du gleich mal hier irgendwo in der Mitte so ganz toll einen Zirkel machen. Also einfach hier irgendwie so. Mach ich gerade sehr schön vor, ich weiß. Halt so zirkeln, ne? Du weißt Bescheid. Ja, das ist Diana. Diana, moinsen. You can go hinter. Nee, geh mal vor, Olli. Olli weiß gerade nicht, was er tut. Was? Was soll das jetzt heißen? Diana, run. Sehr gut, danke schön. So, wir machen jetzt einen Zirkel übrigens. Alle, die es wissen, wie Zirkel geht, die wissen, dass sie nur traben sollen. Alle, die es nicht wissen, die wissen es jetzt auch. Und wenn sie es nicht machen, dann ja. Raus. Ja, nee, aber dann, ja. Also versucht einfach, die Abstände klein zu halten. Ob die hinteren jetzt galoppieren oder nicht, ist mir ziemlich wurscht. Aber Hauptsache, die vorderen versuchen, möglichst mit zu traben. Genau, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Der Abstand von Pia ist extrem groß. Du müsst ein bisschen aufholen. Ich weiß nicht, warum Corinne hier einfach zwischendrin mitreitet. Keine Ahnung. Und Hadley macht auch, was sie will. Aber gut. Achtung, Wolte nach außen. Marsch. Boah, das sah nice aus. Sehr schön. Beautiful. Selbst großer Kurser machen hilft auch nicht. Genau, Aspen macht das gut, die kurz drauf. Perfekt. Dann Achtung, Wolte nach innen. Achtung, Wolte nach innen. Marsch. Boah, nice. Ihr seid super. Gut, dann machen wir jetzt mal was, was absolut schief gehen wird. Und zwar machen wir Sonne. Und zwar Sonne nach außen bedeutet einfach, dass ihr sozusagen rum nach außen macht. Also ihr geht einfach gerade nach außen weg. Beim ersten Marsch. Und beim zweiten Marsch geht ihr dann, reitet euch wieder nach links ein, sodass ihr wieder halt der Zirkel seid, aber mit größeren Abständen und halt ein größerer Zirkel. Und ihr holt dann die Abstände nicht auf. Also sozusagen, ich erkläre es nochmal kurz, für die, die es nicht gehört haben oder so. Ne? Man wiederholt das ja immer, wenn Leute das verstehen wollen. Also, bei Sonne nach außen macht ihr einfach rum nach außen. Ihr geht gerade nach außen weg, von wo ihr gerade seid. Und beim zweiten Marsch biegt ihr dann wieder nach links rum ab, also dass ihr dann wieder sozusagen im Zirkel seid. Okay. Achtung, Sonne nach außen und beim ersten Marsch und beim zweiten Marsch dann halt wieder links in den Zirkel, ihr wisst Bescheid. Achtung, Sonne nach außen, Marsch und Marsch. Sehr gut, Abstände nicht aufholen, wie gesagt, es sei denn, die sind mega riesig. Okay, dann Achtung, Sonne nach innen, also das gleiche nur nach innen und wenn ich dann wieder Marsch sage, gehe ich nach rechts weiter, damit wir wieder die gleiche Richtung haben. Achtung, Sonne nach innen. Marsch. Marsch. Sehr schön. Das hat einigermaßen gut funktioniert. Wir haben das noch nie mit so vielen Leuten erfolgreich gemacht, von daher war das echt gut. Sortiert euch einfach mal wieder und dann kannst du den Zirkel gleich wieder irgendwo auflösen, Sarah. Das ist genug gezirkelt für heute. Aber es war schon ganz gut. Eine schön große Fläche. Ja, kann man gut Dressur machen. Olli, verkackst du gerade? Wie kommst du drauf, dass ich verkacke? Weiß nicht, was du so meinst. Dann Sarah, lauf diesmal bitte mal ganz bis ans Ende hier und mach dann, also dreh dann mal noch so um und lauf dann sozusagen eine gerade Linie, nicht so wie ich das gerade mache, sondern so zurück dann. Also so die gerade Linie. Sorry, kann ich stressig und so, das weiß ich doch. Du hast dich ja schon abgemeldet für diese Woche, Fabi. Olli kann einfach kein Dressur. Was soll das heißen? Hallo? Wow. Ich finde Olli kann gut Dressur. Hallo.
ein einziges Mal verkackt, ja? Aus dem Grund, weil Sarah verkackt hat. Und aber ich verkack auch. Ja, ich bin schuld. So, und was wir gleich Tolles machen, ist anhalten mit einer Pferdelänge Abstand. Das bedeutet, wenn ich Stopp sage, dann müsst ihr noch so lange weiterreiten, bis ihr halt eine Pferdelänge Abstand zu der Person vor euch habt. Und dann haltet ihr an. Ist sozusagen, ihr müsst euch vorstellen, es würde ein Pferd zwischen euch und die Person vor euch passen. Als also so. Pick. Ja, das machen wir gleich. Aber erstmal halten wir an mit ja. Abstand. So, Achtung, anhalten mit Abstand auf Stopp. Der läuft hier rum. Ach, Dodo. Ja, dich sortiere ich gleich auch noch ein. Hallo. Stopp. Und, Moment. Wir quetschen gerade gleich nochmal Dodo dazwischen. Dodo bitte mal vor Stina, also vor Chrissy. Einmal hier hin. Wie sie alle korrigieren. Ja, ja aber ich bin dann noch ein Stück zurück. Genau, ihr macht das schon. Und mit Abstand, ne? Ja, perfekt. Ja, sehr schön, sehr schön. Jamila, du kannst auch noch ein Stück zurück. Ich lange Reite zum Nachher. Ja, gut, danke schön. Wow, sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus, Leute. Ich glaube, ihr wisst, was ich von euch möchte. Wow. Heftig. Hier hinten sieht es ein bisschen chaotisch aus. Also, Birgit, du kannst Corinne erstmal ignorieren, weil ich weiß nicht genau, warum sie da mittendrin steht. Genau, Pia ein bisschen nach hinten noch. Also Pia, Paulina und Amina, ihr seid die einzigen, die noch mehr Abstand brauchen, weil ihr braucht wirklich eine Pferdelänge Abstand. Also ein Pferd muss dazwischen passen können. Ihr müsst weiter zurück, definitiv. Amina repariert noch kurz ihr Pferd. Hast du unter dein Pferd geguckt, ob da was liegt? Ich habe meinen Pinguin wieder belebt. Oh. Er ist so oft hingefallen. Und Lara und Paulina, wenn ihr auf den Link klickt, ja, auf den Discord-Link, dann könnt ihr euch dort direkt anmelden oder euch neu registrieren. Und dann klappt es auch im Nachhinein, dass ihr einen anderen Rang bekommt. Soll ich dann Corinne, wie sie heißt, auch auf Ignor machen, weil jetzt bin ich ja an der Stelle. Was ist hier vorne passiert? Ja, nee, geht dann, ja. Im egal. Egal, dann, ja doch, stell dich einfach mal in Corinne rein, weil ich glaube, sie hört uns nicht und das ist dann ein bisschen unlogisch. Ja, dann könnte Pia dir schon ein Stück vor und dann kann Paulina da bleiben. Dann mache ich die jetzt auf Ignor, ne? Ja. Birgit, was ist mit dir los? Also warum stehst du hier so außen? Willst du nicht mehr mitmachen? Die hat gesagt, dass sie essen muss, oder? Ach so, ja, dann ist es okay. Also es wäre noch besser, wenn du dich generell rausstellen würdest, aber ja. Ach, Corinne hört doch zu. Ja, dann frag doch mal, wo du hin sollst. Du kannst dich dann nicht einfach dazwischen stellen. Ja, dann geh doch mal hinter Constanza und nicht in sie. Das wäre super. Also einfach, da, hier ist doch eine Lücke, da kannst du dich super reinstellen. Ja, perfekt. Dann kannst du auch richtig mitmachen. Super. Ja, ist ja gerade eine Lücke frei geworden. Ja, dann könnte Pia jetzt noch mal ein Stückchen zurück und Paulina auch, wenn ihr mich hört. Paulina, du hast immer noch keinen Abstand. Du musst eine Pferdelänge Abstand haben. Ja, genau. Besser. Viel besser. Und Pia kann auch noch, wie gesagt, noch ein Stückchen zurück. Pia. Pia Northander. Im Livestream sagt ihr es und wir machen es gerade. Ja, dann mach es doch auch. Wenn ich das sage, du sollst ein Stück zurückgehen, dann geh doch bitte ein Stück zurück. Also, ja, du hörst mich doch. Geh einen Schritt zurück oder zwei. Hallo. Heute noch vielleicht? Du musst aber noch 3 Sekunden geben. Wir haben ungefähr 3 Sekunden Verzögerung im Stream. Ja, aber ich gebe gerade schon 10 Minuten gefühlt. Ja, ich weiß. Pia, wenn du nicht jetzt zurückgehst, dann müssen wir dich gleich leider ignorieren bei der Figur, weil das dann stört, wenn du da keinen Abstand hast. Also ist nicht so schwer. Kannst du es ja noch überlegen. Wenn sie später immer noch so nah dran steht, dann einfach durch sie durchreiten. Gut. Achtung! Drehen nach rechts, sodass ihr die Person hinter euch anschaut. Beziehungsweise Amina halt hinter sich schaut. Achtung, drehen nach rechts. Marsch. Ach, sieht so schön synchron aus. Bis zu einem gewissen Punkt da hinten. Ja, sehr schön. Perfekt. Und dann machen wir jetzt gleich Pick. Ich glaube, ihr wisst alle, was Pick ist. Wenn ihr es nicht wisst, guckt einfach drauf, was die anderen machen. Und ich glaube, wenn jemand nicht weiß, wer es ist, dann die jetzt hier vorne stehen. Okay, Pia, du bist, glaube ich, ein Schritt zu
also die Lücke ist, glaube ich, groß genug, um da durchzureiten. Müsst ihr gleich mal schauen. So, aber dann, ja, wenn ihr nicht wisst, was Pick ist, guckt einfach, was die anderen machen, bleibt so lange stehen, bis ihr dran seid. Hast du schon gesehen, Stella? Was? Die Haustiere stehen auch gut in der Reihe, ne? Ja. Auf der rechten Seite hast du schon gesehen. Wow. Die ganzen Pinguine vor allem. So, dann Sarah, Pick, los. Alles gut, Corinne, ist nicht schlimm. Dodo hat safe wieder ihren Kürbis da dabei. Ja, ich habe meinen Pinguin vergessen. Amina, bitte stehen bleiben da, wo du bist. Dankeschön. Nicht loslaufen einfach. Du bist als Letztes. Die Letzte, die losläuft, bist du, Amina. Die allerletzte. Damit du halt wieder hinten bist, ne? Und vorher wird nicht losgelaufen. Hier war es ein bisschen eng. Oh, hier ist es eng, ja. Mensch, Leudis. Aber es geht gerade noch so, glaube ich. Ja. Wir fallen ein bisschen breiter aus. Stella, hast du eine Wunschrichtung? Dann Nö, rechts. Mach einfach irgendwie. Okay. So. Ja, sieht soweit ganz gut aus hier. Sam, geht's weiter? Ja, okay, dann Christina weiter, wenn Sam laggt. Genau, dann Konzi, danach Corinne nach Konzi. Genau, perfekt. Jetzt gleich verstanden. Sehr schön. Dann Pia dahinter. Pia, laufen Sie los. Dann, genau, Paulina kann loslaufen, wenn Pia nicht losgeht. Und dann am Ende Amina dahinter. Perfekt. Habt ihr gut gemacht. Sehr schön. Gefällt mir gut. Dann, weil es so schön war, machen wir gleich nochmal eine tolle Volte nach rechts. Und Diana, du brauchst nicht so wenig Abstand halten. Also mach mal ein bisschen mehr Abstand, weil du lässt mir gerade voll irgendwie drin. Genau, perfekt, danke. Gut, dann Achtung. Obwohl, ich könnte das auch aufnehmen. Also, für die Story. Moment. So, Achtung, Volte nach rechts. Marsch. Bis zur Mitte sah es richtig gut aus, das, was ich gesehen habe. Ich auch. Ja, sah auch in der Story gut aus. Okay, perfekt. Dann... Es ist halt schwierig, ne, mit so vielen Leuten, aber ich habe noch eine schöne Idee, und zwar... Sarah, kannst du mal jetzt nach rechts abbiegen? Sehr gut. Lauf immer ein bisschen geradeaus, du kriegst gleich neue Anweisungen. Dodo, dein Kürbis zerstört alles. Okay, Sarah, dann biegt man nach links ab. Und dann nochmal nach links. Genau, perfekt. Und dann, wenn ihr am Schnee seid, teilt ihr euch bitte nochmal auf als Wasserfall. Also ihr macht einfach einen Wasserfall. Das war ein bisschen dumm formuliert. Einfach ein Wasserfall am Schnee. Genau, sehr schön. Denkt dran, euch aufzuteilen. Perfekt. Und dann einfach gerade weiterreiten. Sehr schön, sehr schön. Und dann, wenn ich Stopp sage, haltet ihr an, diesmal ohne Abschnitt. Also so, dass ihr halt
genau hintereinander steht. Ich weiß, was du vorhast. Ich auch. Nicht spoilern. Okay. Oh. Achtung, anhalten ohne Abstand. Auf Stopp. Ja, Stopp. Und achtet mal drauf, dass Emmy und Sarah, dass ihr auf der gleichen Höhe seid, ne? Vom Stehen her. Ich glaube, ja, genau. Du bist noch mal vor, noch eine Pferdelänge vor, Emmy, also fast. Ja, besser. Genau. Hier, ja, also. genau, ein bisschen zurück, Leute. Corinne muss, glaube ich, hinter Christina und Amina muss dann dahinter. Ja, also Amina hinter Corinne. Leni, genau, vielen Dank. Cooles Dressi, spielst du Roblox? Nee, hab ich mal. Einigermaßen gut aus. Ja, perfekt. So, und was wir jetzt machen, nennt sich Parade. Und bei Parade passiert nämlich genau Folgendes. Und zwar, dass wir uns gleich erstmal in die Mitte drehen. Das können wir erstmal tun. Also ich denke noch nicht Parade, wir drehen uns erstmal schön. Und zwar drehen wir uns so, dass ihr sozusagen die andere Gruppe anschaut. Also nach innen. Ihr dreht euch nach innen und dass ihr dann, also ich mach's mal kurz vor, wenn ich jetzt hier, ich sag mal, ich bin jetzt mal Sarah. So, und wenn ich gleich Marsch sage, dann mache ich einfach das hier. Bleibt dann so stehen. Okay, also Achtung, drehen nach innen. Marsch. Sehr schön. Genau, und dann machen wir jetzt Parade. Und zwar Parade ist nichts anderes, als dass ihr einfach, als zum Beispiel Sarah läuft dann jetzt hier gleich los und läuft dann hier lang. Und wenn sie an Diana vorbei ist, muss Diana sich hinten ranhängen. Wenn sie dann weitergelaufen ist und Diana an Laura vorbei ist, muss sie sich wieder hinten ranhängen, sodass ihr euch sozusagen einreiht. Und das Besondere ist eben, dass das auf der anderen Seite genauso passiert und dass ihr dann immer sozusagen nebeneinander lauft. Also dass die beiden immer wieder nebeneinander sind. Gut, ich glaube, das haben alle verstanden, hoffe ich zumindest. Und wir versuchen das jetzt mal. Also ihr dürft wirklich erst dann losgehen, wenn die Person, die vorhin vor euch war, auch losgegangen ist. Okay, Achtung, Parade. Marsch. Beautiful. Ach, ihr seid so intelligent. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass du dafür sorgst, wenn du es zu oft erklärst, ja, das ist, dass man dann schon von mir durcheinander kommt. Ich weiß, auch ist es für manche Leute wichtig, dass ich es nochmal erkläre. Ja. Ah, Hilfe. Gut, ich glaube, es hat einigermaßen funktioniert. Dann Achtung, wollte nach außen. Achtung, wollte nach außen. Marsch. Oh Gott. Beautiful. Aber man rutscht so leicht. Und dann geht ihr mal gleich, macht ihr beide eine halbe Wolte nach außen, sodass ihr dann sozusagen nochmal die Reihe nebeneinander lang geht. Aber halt mit größerem Abstand zueinander. Genau. Deine andere Frage wird gleich beantwortet zum Thema Friesen. Sarah, please, please, come to me. Ich bin nicht multitaskingfähig. Stella, kannst du was sagen? Was denn? Wie du die neuen Friesen findest. Geht so, nicht so geflasht. Okay, ich auch nicht. Wir versuchen gleich mal was vielleicht schief gehen wird, aber ja. Und zwar ist meine Idee, dass wir gleich rum nach innen machen. Und zwar ist es einfach, dass ihr dann straight hier rüber reitet. Aufs erste Marsch, also jeweils in eure Richtung, halt nach innen. Emmy, du gehst mal weiter nach innen, glaube ich. Und aufs zweite Marsch geht ihr dann wieder, die Haustiere sehen so geil aus, ne? Aufs zweite Marsch geht ihr dann halt wieder in euren Gruppen weiter. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in Emmys Gruppe bin, bitte geht nicht immer weiter auseinander, Leute. Wenn ich jetzt Emmys Gruppe bin, nach innen gehe und dann aufs zweite Marsch würde ich dann halt wieder nach da gehen. Also ihr geht dann halt wieder in die Richtung weiter. Und ihr macht aber gleich erstmal noch eine halbe Wolte nach außen, damit wir noch ein bisschen mehr Abstand zueinander bekommen, zu den beiden Gruppen, damit es nicht so mega verwirrend ist. Es wird verwirrend genug werden. Okay. Das heißt, wir tauschen eigentlich die Seiten, oder? Ja, richtig. Wir sind nachher auf Sarahs Seite. Und aber Sarah ihr geht dann trotzdem halt in die gleiche Richtung weiter. Richtig, sozusagen. Genau. Ihr seid halt nur eben versetzt. Ja, wir machen und, wie gesagt, X. Ich sag zweimal Marsch, das gilt dann halt für beide Gruppen gleichzeitig. Also das erste Marsch machen beide Gruppen rum nach innen, auf das zweite Marsch reihen sich beide Gruppen wieder ein. Also ihr macht sozusagen dann nochmal rum, aber halt so, dass ihr wieder hintereinander seid. Kommen wir jeweils hin. Cool. Pferd. Okay, dann Achtung. Rum und danach einreihen, also beim ersten Marsch rum, beim zweiten aber Marsch. Aber rum ist es doch nicht wirklich, oder? Doch, rum. Achso, okay, wir machen ganz normal rum, okay. Doch. Gut. Ja, Achtung,
Beim ersten Marsch rum nach innen, beim zweiten Marsch wieder einreihen in der jeweiligen Gruppe. Achtung, Marsch. Marsch. Ja, oh mein Gott, das hat besser funktioniert, als ich dachte. Halleluja. Nice. Ich bin beeindruckt, Leute. Ich bin beeindruckt. Ich würde das gleich gerne nochmal mit Key machen. Irgendwie ist das hübsch. Vor allem, weil die vorderen, weil die halt schneller sind, sind so zuerst zusammengetroffen und die hinteren so, das war wie so eine... Ja, weiß ich nicht. Sah cool aus. Genau, dann macht mal eine halbe Volte nach innen beide, dass ihr dann wieder nebeneinander halt seid trotzdem. Genau. Und Emmy muss ein bisschen aufholen. Okay, ein bisschen war gut, das war viel, aber ich kann sogar noch ein bisschen mehr aufholen. Du musst halt bei dir sozusagen ein bisschen vor Sarah sein sogar. Ja, genau. Ich glaube, es ist noch keine größere Chaos hier entstanden. Perfekt. So, wir machen dann das Gleiche nochmal so ähnlich, nur dass wir halt das Ganze mit Key machen, also Key nach außen. Ihr trefft euch dann halt sozusagen wieder, weil ihr nebeneinander reitet in der Mitte, aber dann passiert das Gleiche wieder. Also ich sage, Achtung, Key und dann einreihen. Und beim ersten Marsch macht ihr einen Key nach außen. Und beim zweiten Marsch reitet ihr euch dann wieder so in eurer Gruppe ein, wie das vorhin auch war. Ich hoffe, das klappt. Klappt. Okay. Achtung, Marsch. Gut, und Marsch. Ja. Ja, das war ganz gut. Nice. Dann könnt ihr gleich nach, also hier, wenn ihr am Schnee seid, einfach am Schnee langreiten und euch dann nach innen wieder einreihen sozusagen. Also ihr macht dann halt so, dass ihr wieder eine Reihe seid auf der Linie hier. Sarah, das richtige Einreihen jetzt. Ja, diesmal war ich richtig. Sarah, bitte. Und deswegen, Diana, brauchst du mehr Abstand. Also es war ja heute eh gesagt, dass wir ein bisschen mehr Abstand machen, weil sonst Trash bekommt das auf die drauf in meinen Reihen. Aber ist ja nicht schlimm, hat funktioniert. Und ja, macht ihr sehr gut. Bin generell, wie gesagt, sehr überrascht, dass das so gut funktioniert alles. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich meine, hätte ich natürlich doch mit gerechnet, weil ihr seid eh die Besten. So. Oh. Dann kannst du gleich, wenn du am Schnee bist, nochmal eine halbe Volte nach links machen, dass du nochmal die Reihe zurückgehst, weil ich will jetzt mal Nummern abzählen und dann machen wir gleich mal Volten auseinander. Und zwar, alle, die ich jetzt sage, haben die Nummer 1. Merkt euch bitte, dass ihr die 1 seid. Und zwar, ich hätte das gerade einfach mit der Gruppe machen können, aber egal. Merkt euch aber, dass ihr die 1 habt. Und zwar, Sarah, Diana, Laura, Sandy, Chrissy, also Stina, Charlie, Bene, Christina, Paulina. Ihr habt alle die 1. Das heißt, ich habe die Corinne vergessen, weil sie in Konstantin drin reitet. Egal. Genau, alle anderen sind eine 2. Das heißt, ja, merkt ihr einfach eure Nummer. Alle, die ich gesagt habe, sind eine 1. Wenn ihr euren Namen nicht gehört habt, seid ihr eine 2. Und auf Marsch machen alle, die eine 1 haben, eine Volte nach links. Alle, die eine 2 haben, machen eine Volte nach rechts. Kapisch? Ja. Cool. Wäre ja, nochmal was zum Filmen. Ihr habt gerade auch so schöne Abstände, ihr geht so schön. Das ist einfach hübsch. Okay, Achtung, Wolken auseinander. Die eine nach links, die zwei nach rechts. Und Marsch. Sehr nice. Huch. Wendler ist da! Wendler ist da! Oh, ist das laut.
Wer ist das? Reißt bitte einmal neu ein. Oh Gott. Jetzt geht's, oder? Ja. Ah, oh, Mann. Das war eine schöne Begrüßung, Wendler, oder? Wie sieht's aus? Wie geht's dir? Geht's wieder? Ja. Ja. Schön, super. Ja, ich würde sagen, wir machen gleich auch schon das Ende, weil es ist, ist gleich Champi, ja, ne? Ja. Was haben wir eigentlich für ein Champi? Eine Viertelstunde. Vergroove, okay. Ja. Dann überlege ich gerade, wie wir das am besten machen. Ja, Sarah, du kannst dann gleich nochmal eine halbe Volt machen, weil es ja so Spaß macht, nach links. Oh, da hat jemand geschrieben, sieht voll schön aus und sagt, schaut, wie süß. Okay. Dann, weil wir es ja so gut können, wollen wir nochmal eine Pyramide machen oder wollen wir uns langweilig nebeneinander aufstellen? Pyramide. Wir können das andere nebeneinander aufstellen machen. Ob das klappt? Das nebeneinander? Links, rechts aufstellen? Ja. Können wir auch machen. Ja, was ist euch lieber oder ist euch egal? Wenn es funktioniert, das links, rechts aufstellen. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Okay. Birgit, du kannst dich einfach mal hinten einreihen. Wir machen eh gleich den Abschluss. Also du kannst einfach dich hinten einmal kurz ranhängen. Und genau, dann machen wir das links, rechts aufstellen. Das heißt einfach nur, dass auf Marsch Sarah stehen bleibt und die anderen sich links, rechts davon aufstellen, aber halt nicht versetzt wie bei der Pyramide, sondern einfach daneben. Einfach eine Reihe nebeneinander. Nur halt, dass man immer sich links, rechts aufteilt. Versuchen wir das gleich mal. Oh, ist aber cool, wenn wir das da im Hintergrund hätten. Dann müssen wir uns gleich nochmal drehen. Ja. Und dann machen wir es direkt. Ja, okay. Achtung, links, rechts aufstellen. Marsch. Perfekt. Oh, wie das klappt. Das sieht so schön aus, oh mein Gott. So ähnlich aussieht. Es ist so wunderschön. Oh, die machen es alle richtig. Es gibt doch keine Person, die es falsch gemacht hat. Ich warte darauf, dass jemand falsch macht. Ja, ich auch, aber es passiert nicht. Da ist der Fail. Da ist der Fail. Ja. Corinne, ja, und Birgit. Aber Corinne ist sowieso falsch eingereiht. Ja, die ist gut. Doch in Birgit. Ich muss leider kurz mal auf Igne machen, wenn sie sich nicht wegstellt, weil sonst sieht das doof aus. Corinne, stell dich bitte einen weiter nach rechts, dann kommst du auch nicht auf Igne. Wie cool ist das mit der anderen Cam-Sicht? Ja, das haben wir schon tatsächlich ziemlich oft gehabt. Weil dann sieht man auch das, wie es für Stella aussieht, ne? Wenn es uns zeigt. Ja, Corinne, stell dich mal in mich rein, bitte. Warte. Hier, in mich rein jetzt, bitte. Dann stehst du nämlich neben Birgit und nicht in ihr. Genau, in mich rein, perfekt. Ja, und so bitte stehen bleiben. Klasse, das sieht gut aus. Dann mache ich einmal von so ein Bild und mache ich gleich einmal noch von einer Seite ein Bild. Oh, wir stehen so perfekt, ne? Oder ist nur eine Person, die ich noch auf Wegne machen muss? Ich kann ja unter die Pferde durchschauen. Und da stehen die ganzen Pinguine unten. Ich seh's. Und dein Kürbis. Cool aus. Ich glaube, das wird ein neues Bild für Insta. Und ein neues Bild für das nächste Dressur, also für morgen. Oh, danke, Emmy. Ja, das auch. Schicke ich dir dann. Okay, Achtung, drehen nach rechts, sodass ihr mich anschaut, also in meine Richtung schaut, dass ihr euch einfach einmal praktisch dreht. Achtung, drehen nach rechts. Marsch. Nein. Guck, sind die Pinguine dann auch noch mit drauf. Genau. Ja, Birgit müsste sich auch noch drehen. Sehr schön. Dann kann ich dann auch hier mit diesen coolen Laternen nochmal ein Bild machen. Die Pinguine. Birgit, du müsstest ein Stückchen zurück, ein bisschen weit vorne. Also einen Schritt zurück. Ups. Ja, alles gut. So, perfekt. Paulina, du stehst da ein bisschen quer. Kannst du dich bitte gerade hinstellen? Das ist zu lang, Schweif ist zu steif, das Steigen und alles außer das Springen vielleicht, okay. Ja, gut, also wir holen es uns sowieso nicht als Clubpferd, das haben wir schon beschlossen. Also hat ja. Das schon beschlossen. Ja, habe ich beschlossen, aber auch aus dem Grund, weil es kein Weißes gibt, dadurch war es halt klar, deswegen habe ich auch noch mal mit euch gefragt. Ja, das ist so grau.
Ja, das sieht richtig komisch aus. Ja. Ich find, diese Farbe regt mich so auf. Aber ich glaube, sie regt mich auch nur so auf, weil ich auf ein Weißes gehofft hatte. Das sieht so aus, weil das sieht aus, als hätte sich das im Staub gewälzt. Das sieht echt merkwürdig aus. Oh, das sieht hübsch aus. Sorry, ich mach gerade ein paar Bilder. Ich lasse die ganze Zeit nur klicken. Ja, chillt einfach ein bisschen da. Wir haben ja auch Zeit. In 10 Minuten geht die Aschampi los. Ja. Oh, das sieht so schön aus, ne? Was ist das Clubpferd? Also FSP in weiß, da hast du schon mal recht. Dann haben wir ein Lusitan noch im Angebot und ein Andalusier. Haben wir noch irgendwas? Genau, alle in weiß. Nee, das war's. Der Araber, der ist noch als Fail-Info drin in der Club-Info, den gibt es nicht mehr. Ja, weil man kann momentan die Club-Info nur sehr schwer bearbeiten. Wir nehmen uns da beim Jahreswechsel mal ein bisschen Zeit für, um den auch rauszunehmen. Aber ich müsste alles komplett neu schreiben und das mache ich momentan nicht. Was war das? Oh, Olli. Ich dachte gerade, du hättest wirklich Hunger auf deinem Server. Ja. So, okay. Ja, damit ist das CT dann mal beendet und wir können auch zum Champion gehen und so. Und ja, vielen Dank, dass ihr alle da wart. War sehr schön und ich habe tolle Bilder und ihr habt richtig gut mitgemacht und ich bin Was ist denn heute mit Steigen und Verbeugen los? Wir haben doch schon gestiegen. Wir sind aber schon verbeugen? Gestiegen. Oh, du kannst dich gerne noch verbeugen, wenn du möchtest. Ja, ich verbeug mich noch. Aus Prinzip. Ich bin schon weg. Das Ding ist, ich sehe das sowieso nur bei 2-3 Leuten, weil ich viel zu weit wegstehe meistens. So. Los. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Und Dodo? Können wir mal schwarz machen, einen Friese? Was meinst du damit? Das Zeit, dass wir mit schwarz Clubpferden machen wahrscheinlich. Nee, achso, nee, das ergibt keinen Sinn, weil die meisten haben wahrscheinlich nicht mal ein ganz schwarzes. Ich meine, die meisten haben nicht mal ein ganz weißes Pferd, von daher. Und nur, dass wir es mal ein, zwei Mal machen, wollen wir nicht verlangen von jedem, dass er sich da einfach mal 900 Starcoins ausgibt. Oder 1000. Bloß nicht. Oh mein Gott. Nur für. Also das Ding ist, die meisten haben nicht mal den Friesen. Auch man denkt das vielleicht, dass die meisten das haben, aber das ist nicht so. Also vor allem neuerdings. Ich glaube, früher war es auch so, dass die meisten es hatten, aber mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Gut, dann lass mich jetzt auch mal abholen. Dann treffen wir uns gleich. Ja, ich bin kurz ab, aber ich bin auch gleich da. Okay. Ich gehe Olli, pass auf, du bekommst dann direkt in diese Sequenz rein und was macht mein Pinguin im Brunnen? Oh, süß. Ein Foto. Ich gehe. Okay, bis dann. Schönen Tag noch. Genau. Tschüss. Bleiben wir mit dem Clubpferd oder wechseln wir? Also ich würde wechseln. Ja, ich auch. Hat man ich würde sagen Clubpferd. Ja, aber... Oh. Aber ich will auch mal wieder gewinnen. Was ich hier nicht tue, wegen Diana. Ich wechsle auch das Pferd. Wir haben ja offiziell kein CT mehr. Ich gucke, dass ich das Clubpferd so schnell wie möglich kaufe. Lara, wie heißt du denn noch mein SSO? Ich habe deinen Namen gar nicht mehr im Kopf. Aber du bist schon bei uns im Club, oder? Uli, da ist jemand Neues auf deinem Server. Ich glaube, der ist von den Riding Riders da. Und ja, entweder Lara oder Paulina. Sleepy heißt es. Warte, da kann ich dir nicht helfen. Ach, du bist Corinne. Klar, Olli. Ach, du bist die Person. Was denn? Also alle Pferde auf dem Gang stehen statt in der Box, gell? Ja, natürlich. Hab ich aber auch. Die müssen alle griffbereit sein. Ich glaube doch nicht extra bis zur Box. Ja, das finde ich aber auch, weil das zu der Box laufen, das ist viel zu viel Weg. Und es gibt einen guten Sinn, und zwar die Pferde. Die können immer beieinander stehen. Die sind nicht allein. Nee, aber das ist echt zu anstrengend. Hallo Nele. Hallo Nele. Aber gut, dann wisst ihr schon mal, dass du das bist, weil dann hast du auch ein Anrecht, nachher gleich auf den Wilding Rider Server zu kommen. Du bekommst dafür auch gleich eine Einladung. Also bist du auch die Person, die auf Discord gejoint ist, ja? Phoebe. So, also ich glaube, Corinne ist jetzt schon auf dem Discord. Ah, cool. Bei Klarsichtfolie. Ja, Sleepy, glaube ich. Ja, es müsste sie sein, weil sie hat geschrieben, Corinne Yellowstone, das war sie ja. Ja, kann sein. Gott, bin ich lost. Man kann sich nicht anmelden. Ist ja auch noch nicht so weit. Oh, jetzt ist es soweit.
Hä? Nee, es sind doch 32 Sekunden. Warum geht die Zeit so komplett falsch? Bei mir ist es schon... Nee, ich bin... Olli, das ist normal. Ja, aber ich dachte, wir hatten es nicht einmal korrigiert, wo ich mich gewundert habe, dass es pünktlich auf die Minute losging. Mm-mm. Ist wohl wieder... Ja, egal. Okay, man kann sich anmelden. Ach, du bist noch nicht auf dem Discord. Wenn du es nicht bist, dann ist es Paulina gewesen. Wenn du noch nicht auf dem Discord bist. Paulina Power Cloud, sind sie noch da? Die ist offline gegangen. Nee, dann ist es wahrscheinlich Paulina. Sonst frag sie doch mal, also schreib sie doch mal an, dann, wenn sie auf dem Server ist, geht das ja. Ja, mach ich auch gleich. Wieso höre ich den Transporter? Achso, war bei jemand anderem. Ich wollte gerade schon sagen, ich höre den Transporter hier im Spiel, ich sehe den gar nicht. Konzi, du stehst in Chrissy. Ich glaube, sie wollte neben dir stehen. Sie kann sich auch in mich stellen. Wenn du gerade noch da bist, ja. Egal, du ich hab ihn nicht gesehen. Du siehst ja, wie aktiv wir auch Champions machen, ja? Hast du es dir schon überlegt? Möchtest du bei uns in den Club rein? Also möchtest du zu uns? Ich habe sie gestern schon. Nur dienstags kommen. Ich habe sie gestern schon fast überzeugt, ja. Sie wollte sich das noch überlegen. Überredet kann man es auch nennen. Aber ich nenne das überzeugt. Okay. Ja, wir sind ein sehr aktiver Chumpy Club und so. Mhm. Genau. Das mit der Dressur gerade war nur Tarnung. Nee, aber wirklich jetzt. Wenn ich jetzt so alleine am Wochenende überlege, ja, wie oft wir von morgens bis abends sind wir manchmal online und machen fast jedes Chumpy mit, ne? Ja. Wenn wir wirklich nichts zu tun haben. Seit wann ist Diana eigentlich wieder mit ihrem Hauptaccount im Club? Ist mir gestern. Locker schon seit gestern. Was bekomme ich eigentlich zurzeit mit? Also Fabi weiß es wahrscheinlich auch. Ja, wir haben uns auch gestern nicht gehört. Also von daher ist es auch. Ich habe sie schon so stehen sehen und dann habe ich mich... Sei leise, Mama. Und dann habe ich mich so halt beim ersten Mal gar nicht so gewundert. Ich habe es nicht mal so wahrgenommen. Und dann laufe ich beim zweiten Mal so dran vorbei. Denk mir so, hä? Ja, und ich gehe jetzt die Katzen füttern, weil meine Mutter ruft mich. Du hast noch 3 Minuten Zeit. Easy. Perfekt. Und Wendler, der Vorteil ist, wenn du noch bei uns wärst, ja, wären die Chancen höher, dass wir Club-Siege bekommen, ja? Weil da haben wir die Ana und... Ich glaube eher für uns ein Vorteil, nicht für sie, ne? Für sie auch. Sie kann hier sagen, hey, wir haben einen Club-Sieg. Ja, okay. Was soll ich dann auf dem Discord machen? Du, auf dem Discord, wenn du drauf bist, reicht das vollkommen aus, weil dann können wir dich in den richtigen auf den richtigen Discord-Server einladen. Und wenn du da drauf bist, kannst du bei Dressur-CTs und so weiter mithören, was wir sagen. Dann hörst du das nicht so zeitverzögert wie jetzt im Livestream-Dings. Genau, und Diana hat voll geile Bilder gemacht. Oh mein Gott. Ich schicke nochmal ein paar Bilder. Stella, hast du deine Kamera schon ausgemacht? Oder bist du nur aus dem Spiel rausgetappt? Ich bin rausgetappt. Ach so, okay. Du hast diesmal nur das Spiel geteilt, ne? Das ist perfekt. Ja. Weil jetzt sieht man nicht alles andere, was du noch am PC machst nebenbei. Jetzt sieht man immer noch SSO, bloß als Standbild. Ich weiß. Das ist gut, schön. Ne? Ja, gefällt mir. Ich habe dir mal ein paar Bilder geschickt, davon kannst du noch eins als Thumbnail nehmen. Für wann auch immer. Kann obwohl ich mit es für nicht mal so gut ist, weil es weihnachtlich ist. Aber momentan. Nee, du fragst gerade, ob sie noch mit in den Talk kommen kann. Du gehörst zu den Wilding Wilders, natürlich kannst du dazukommen. Ja, jetzt kannst du natürlich auf YouTube bleiben, Lara, das ist kein Problem. Bloß halt für spätere Dressur-CTs. Stärkste Champi-Konkurrenz im Moment. Tja. Aber es wäre keine Konkurrenz mehr, wenn du schon bei uns im Club wärst. Dann sind wir keine Konkurrenz. So, in einer Minute geht's los. Glo macht jetzt auch CT-Stories. Mhm. Finde ich gut. Würde ich CT-Stories machen, Phoebe, dann ja, entweder würde ich komplett aus der Reihe tanzen und würde ganz woanders langlaufen. Ich aber auch. Oder ich würde mein Handy fallen lassen, weil ich irgendwie mich verrenken würde dafür, keine Ahnung. Und dann fällt es auf die Tastatur.
Okay, danke. Also ich wäre gerne im Club dabei. Im Club dabei bist du ja sowieso schon. Du bist ja schon bei uns im Club. Plus dann halt auch mit Discord und du bekommst einen schöneren Rang. Ich weiß gar nicht, bekommen die Students auch schon einen anderen Rang, wenn sie es haben? Yes. Okay. Wo ist Dodo hin? So verletzt, Dodo. Und ich habe dich gefragt, ob wir heute was machen. Sie geht einfach. Jetzt schreibe ich die bei WhatsApp an. Ich gehe jetzt mal offline. Tschüssi. Okay, bis dann. Tschö. Bis dann. Ich habe gestern für Dodo ein Outfit geholt, damit ich wenigstens ein bisschen zu ihr passe. So für 138 Sack und es hat der Pulli gekostet, da oben, der weiße Do, den wir halt in Blau haben. Weiße Do? Ja, den wir in Blau haben fürs. Ach so. Do. Ja, der kostet ja. Boah, ja, der ist richtig teuer. Ich habe mir den auch mal geholt. Boah, den gibt es auch in Weiß, ja, wusste ich gar nicht. Ja, aber der ist so schön. Ja. Ich kann es mir richtig gut vorstellen in Weiß. Und dann habe ich mir den halt extra geholt und dann sagt meine Mutter so: Offline! Oh, ich habe mir so gedacht, na toll, mein Schützter. Viel Glück euch allen. Viel Glück. Mhm. Boah, ich bin Gruppe 2, voll cool. Mann. Hast du es gut? Was? Wie kann ich Dritte sein? Oh, vergiss das. Scheiße, ich habe die falsche Mütze auf. Ich mache das noch während des Rennens. Ich habe alles gut auf, aber ich bin trotzdem viert. Schon merke ich, dass ich schneller bin. Ne? Die Mütze macht schon so viel aus. Na klar. Ah, Mann. Aber ich bin seit Jahren wieder auf Platzierung. Und, weil ich meine Hufeisen nicht vergessen habe. Ich glaube, ich muss das gewinnen, weil Hallo Gruppe 2 und. Ja. Ja, wenn du selbst Gruppe 1 schon gute Platzierungen machst. Ja, eben. Also, wenn ich Gruppe 2 nicht gewinne, dann ist irgendwas falsch. Also, oder ich faile komplett, dann geht's auch. Aber sonst. Ich hab voll die Lags. Also, es ruckelt so und dann schiebt es mich immer so richtig krass nach vorne. Also, ich habe eigentlich schon verkackt, weil ich am Anfang halt nicht. Ja, Alma ist vor mir. Die gewinnt immer. Die ist richtig krass. Oder auch nicht. Nein, Diana gewinnt immer, hallo. Ja, aber wenn Diana nicht da ist. Dann gewinnt Wendler. Aber Alma gewinnt auch voll oft. Ja, okay. Alma wollte auch schon mal zu uns, glaube ich. Ach, du heilige Birne. Lauf, ich möchte vor Sandy. Sorry, Sandy. Aber. Danke. Gut, ich war lost. Ja, ich bin Triebe. Ja, Anne, warum hast du gefailt? Sagt nicht, du hast das mit Absicht gemacht. Hat sie nicht, oder? Hat sie gefailt? Ja, sie ist genau vorm Dings stehen geblieben. Oder war sie noch drin? Hä, hey, bei mir war sie Erste, glaube ich. War sie? Bei mir stand sie vorm Zaun. Easy. 10 Millionen. Doch, sie war Erste, ich wollte schon sagen. Das sah so aus, als ob sie gefehlt hat. Gut, Platz 6 geht noch dafür, dass ich die Hälfte, den ersten Viertel ohne Clubout gemacht habe. Da ist man noch drin. Okay, das sah komplett aus, als ob du draußen warst. So. Gut, dann würde ich vorschlagen, dann war es das tatsächlich für heute. Ich muss weiter. Ich weiß nicht, ob ich das heute mache, aber ob ich es morgen mache. Theoretisch am Wochenende fällt es eh nicht auf, aber man sieht, wann ich die Dateien hochgeladen habe, wenn ich das auf dem Wochenende... Egal, ich muss mal gucken. Auf jeden Fall höre ich jetzt erstmal auf mit dem Stream. Schön, dass ihr da wart. Morgen weiß ich noch nicht, ob wir morgens beim CT auch live dabei sind, weil ich weiß nicht, wann ich vom Umzug wieder zurück bin. Mhm. Aber lassen wir uns überraschen, auf jeden Fall. Deswegen kann ich auch noch nicht sagen, ob vielleicht sogar morgen im Morgen erst kommt. Das wird auch wahrscheinlich, wenn, ziemlich spontan. So, okay. Aber euch dann noch einen schönen Abend. Kommt gut ins Bett später, weil es ist ja schon 19 Uhr. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschö. Tschüssi. Tschüss.